Ja, in diesem Video möchte ich Sie auf eine ganz spannende Thematik aufmerksam machen. Und zwar geht es hier um eine E-Mail, die ich da erhalten habe, und zwar zur Thematik Gesichter lesen. Und zwar etwas, was heute Abend um 18:30 Uhr stattfinden soll. Und Sie haben hier entsprechend vor 8 Stunden diese E-Mail erhalten. Und dann geht es hier um die Thematik, und zwar Gesichter lesen, in Sekunden die Wahrheit zu erkennen. Und dann ist hier der Link, um mich da anzumelden. Und dann noch einige Hinweise dazu, dass ich da etwas früher kommen soll. Und dann diese ja, Thematik, die da angesprochen werden, etwas ausführlicher, also warum unsere Mimik schonungslos die Wahrheit spricht. Dann welche 7 Signale es gibt und wie wir diese in der Kommunikation anwenden können. Das nächste, was wir damit für unsere Beziehungen und für den Verkauf nutzen können und einiges mehr. Ich habe mich dann entsprechend dann angemeldet. Dann kam ich zu dieser Anmeldeseite, respektive mit dem Hinweis, dass ich mich da bereits angemeldet habe. Und ja, hier geht es dann um diese Thematik, und zwar von einer Person, die ich bis zum demjenigen Zeitpunkt noch nicht kannte. Also das war für mich eine völlig fremde Person. Und ja, dann habe ich mir einfach die Zeit genommen, dann daran teilzunehmen, weil das Thema mich einfach interessiert, weil das ist das Thema Gesichtlesen. Also jeder begegnet täglich anderen Menschen, und deshalb wollte ich einfach wissen, worauf sich das Ganze bezieht, was wird hier thematisiert und inwiefern kann ich das für mich selbst nutzen. Sehen hier das entsprechende Datum, also Mittwoch, 2. Dezember 2015 um 6:30 Uhr, also das ist die Zeit für abends, und dann noch die entsprechende regionale Ausrichtung. Und dann hier der Link, um mich dort entsprechend anzumelden, also direkt einmal in den Webinarraum. Und hier sehen Sie Google Kalender, da habe ich auch hinzugefügt. Diesbezüglich gehe ich da wieder zurück, weil ich gehe jetzt da eine zurück. Das war dann die nächste Erinnerung, die ich da erhalten habe, und zwar live in einer Stunde. Also ich konnte mich da entsprechend darauf vorbereiten, und hier auch nochmals der Link zu dieser Webinar-Anmeldeseite. Und ja, dann kam ich noch eine, und zwar diese, und zwar auch die letzte E-Mail mit der Benachrichtigung. Das war übrigens auch hier dieser Eintrag, wo ich da drauf geklickt habe, wurde da ein Eintrag getätigt in meinem Google-Kalender, und das hat zur Folge gehabt, dass ich da eine Benachrichtigung erhielt und mit den entsprechenden Angaben zur Zeit und so weiter. Und auch mit entsprechender Zeitangabe. Und hier nochmals der Hinweis, um was es da genau geht und dass es da so lange dauert. Es hat etwas länger gedauert. Sie sehen hier die entsprechende Angabe, bis wann, also von wann, wann es anfing, bis wann es dauert. Anschließend gab es da noch eine ja, weitere Verweildauer, wo die Teilnehmer Fragen stellen konnten, weil währenddessen da entsprechend das Thema vorgetragen wurde und auf gewisse Thematik eingegangen, weil das war relativ eine sehr kurze Zeit, konnte diejenigen, die noch ja, drinnen blieben im Webinar, sich noch die Zeit nehmen, um entsprechende Fragen zu stellen, die da entsprechend aufgrund vom, ja, von der Thematik daraus entstanden sind. Und dann habe ich da entsprechend erst jetzt das Ganze aufgenommen. Es ist da eine Stunde, mehr als eine Stunde länger gegangen. Klar, man muss natürlich auch die Zeit dafür entsprechend einberechnen. Dennoch finde ich es eine praktische, sinnvolle Sache, auf diese Art und Weise, ohne dass ich jetzt noch irgendwo hinfahren müsste oder sonstiges, sondern kann einfach von dort, wo ich das Ganze ja, angesehen habe, zugehört habe, entsprechend davon profitieren, dass ich den Anfahrtsweg wie auch der Rückweg, den habe ich jetzt nicht in diesem Falle. Und das finde ich eine fantastische Sache. Aufgrund dessen habe ich das Ganze jetzt aufgenommen, damit Sie sehen, dass hier, das ist diese Webseite mit dieser Dienstleistung, womit das Ganze umgesetzt wurde. Währenddessen, dass ich das Ganze angesehen habe, bekam ich da einen tollen Einblick in diese Thematik, Gesichter lesen. Dieser Herr, der sich da entsprechend ja, bereit erklärt hat, um das Ganze
vortragen. Der hat sich da auch in einer Webcam, so wie ich es das auch da mache, gezeigt, dass er saß vor seinem PC, also vor dem Bildschirm, und hat so aufgenommen, wie ich es jetzt, wie Sie mich jetzt sehen. Und aufgrund dessen konnte er diese Thematik sehr, sehr gut rüberbringen, weil es geht ja, er ging ja um die Thematik Gesichter erlesen, da er einfach extrem viele, ja, Mimik gezeigt hatte, wie er es entsprechend auch anwandt und wie er das Ganze weitergeben würde, auf welche Art und Weise und mit vielen, vielen Beispielen. Und dann gab es auch noch einen Hinweis, worauf man sich dann ja Bezug nehmen konnte, um dann noch tiefgründiges Wissen, weil Sie sehen ja, es dauert ja nur gerade eine, ja, das sind etwas mehr als 2 Stunden ist es letztendlich gegangen und in dieser Zeit ist es einfach unmöglich, alles zu erfahren. Und so habe ich die Möglichkeit, wenn ich in diesbezüglich noch mehr ja, Interesse habe, mich tiefgründiger in diese Thematik einzulernen, einzuarbeiten, um etwas Neues zu lernen. Und das finde ich eine sehr einfache und moderne Art, um neue Personen auf eine sehr einfache und schnelle Art kennenzulernen. Weil, wie gesagt, diese Person kannte ich vorher gar nicht. Und währenddessen, dass ich dieses Webinar gesehen habe, ich habe das Ganze natürlich für mich aufgezeichnet. So konnte ich natürlich über diese Person in einer sehr kurzen Zeit sehr viel erfahren und es kam eine gewisse, ja, Vertrauensbasis aufbauen. Nur dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe, jemanden völlig Fremdes zuzuhören. Aber die Thematik war spannend, deshalb habe ich die Zeit genommen. Und das fand ich wirklich spannend. Deshalb habe ich auch nochmals die Zeit genommen, um das Ganze so aufzunehmen, dass Sie einfach die Thematik, weil ich fand es wichtig, dass Sie die Thematik auch verstehen, um auch das festzuhalten für mich selbst, dass es möglich ist, mit der einfachen Möglichkeit, mit solch einer Software, gewisse Thematiken über das Internet anderen Menschen zu zeigen, weil an diesem Webinar haben nicht nur 2, 3 Personen teilgenommen, sondern einige 100 Personen. Und was das für eine andere Wirkung hat, dass Sie, obwohl auch Sie haben die Möglichkeit, also ich habe es genossen, konnte zu Hause sein, entsprechend zuhören. Und dieser Mensch, der das Ganze vorgetragen hat, konnte in dieser Zeit nicht nur mit einer einzigen Person kommunizieren, sondern mit sehr vielen anderen Personen, obwohl er gar keine Räumlichkeit einmieten musste. Und das hat sehr, sehr entsprechend auch für positive Reaktionen gesorgt. Die Leute konnten sich entsprechend die Zeit einteilen. Ja, darum ging es. Und das war dieses Webinar mit dieser Thematik. Können Sie sich sehr sicherlich auch erkundigen nach diesem Namen. Und es gibt da entsprechende Webseiten dazu. Auch entsprechende Filme auf YouTube sind schon vorhanden. Und ich nehme mir dann noch Zeit, um über bereits veröffentlichte Inhalte zu informieren, weil aufgrund dieser Thematik, was ich gehört habe, sehr einleuchtend und auch sehr praxisorientiert, was ich so auf diese Art und Weise anwenden kann. Okay, das soll es sein. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben zu dieser Thematik, dann können Sie gerne die Kommentarfunktion unterhalb von diesem Video nutzen, weil ich finde, das ist das Thema überhaupt, dass der Mensch ja, mit anderen Menschen kommunizieren kann. Gleich kommuniziere jetzt in diesem Moment mit meiner Webcam, respektive mit dem Mikrofon. Das ist natürlich eine einseitige Kommunikation und hat mit der Kommunikation mit einem Menschen relativ wenig zu tun. Also wenn Sie das Ganze jetzt anhören, respektive ansehen, dann ist es einfach eine einseitige Kommunikation. Ich habe in diesem Moment auch von Ihnen sozusagen kein Feedback. Ich spreche jetzt einfach zu Ihnen und Sie können dann unterhalb von diesem Video die Funktion nutzen, um ein Feedback zu geben. Und das ist einfach eine andere Art zu kommunizieren, entspricht nicht ganz dem mit dem Gesichterlesen, aber dennoch haben Sie jetzt natürlich mein Gesicht und können dann aufgrund dessen ja beurteilen, ob diese Thematik einerseits Ihnen interessiert und andererseits, ob Sie mich sympathisch finden. Das ist alles, okay? Gut, ich möchte das gar nicht
nicht weiter in die Länge ziehen, sondern einfach ihnen das gezeigt haben mit der Funktion, dass diese Technik mit dieser Software genau solch etwas ermöglicht und ja, dass es das gibt, dass ich das nutze und dass ich einfach das diesen Moment festhalte mit diesem Video. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, mir zuzuhören und bis zum nächsten Mal in einem weiteren Video.